sagt erstmal, wer ihr seid, wie alt ihr seid, woher ihr kommt und was so euer Hobby ist. Also ich bin die Lexi oder auch als Mikumi bekannt. Und ja, also ich bin 22 Jahre alt, ich komme hier aus der Nähe, aus Rottgau und ich bin vom Hobby her Cosplayerin. Was für ein Bereich am Cosplay? Eigentlich alles mögliche. Also momentan bin ich eher so Richtung Idol und Videogames möchte ich gerne mehr gehen, also vor allem Overwatch. Und ja. Super cool. Und wie sieht's mit dir aus? Also ich bin die Kaya oder auch Kinita. Man kann mich auch Kini nennen, darauf reagiere ich auch sehr. Ich bin auch 22 Jahre alt, ich komme aus Darmstadt und mein Hobby ist, dass ich eine Leidenschaft ist. Cosplay. Okay, und da auch die gleichen Bereiche wie bei ihr. Also ich liebe Disney sehr, ich möchte mehr Disney-Cosplays machen und ich liebe halt die Idols. Anime ist nicht so, weil ich nicht mehr so viel Anime gucke. Das ist halt. Aber halt Gaming, ich bin voll gut Gamerin, also muss da viel mehr dran. Wie schaut es denn bei euch mit zum Beispiel Sci-Fi-Kostümen aus oder sowas? Könntet ihr euch vorstellen, auch mal ein Marvel-Cosplay zu machen oder irgendwas anderes, Star Wars-technisch oder sowas? Hättet ihr auf sowas mal Lust? Also ich hatte schon länger mal überlegt, dass ich aus X-Men was mache und zwar, jetzt fällt mir ihr Name eigentlich ein, das war ja irgendwie so... Mystique? So, genau, Mystique, ah, dankeschön. Ah, was ein Zufall. Ja? Ich wollte Mystique halt schon immer, weil ich finde sie eigentlich echt cool, da habe ich, also das wäre ja auch Marvel, da habe ich dann halt überlegt, dass ich da wirklich mal was mache. Aber sonst, ja, könnte man sich was vorstellen. Star Wars auch? Weniger, weil ich Star Wars leider, wahrscheinlich weil es mich gleich alle hassen, nicht geguckt habe. Ach, macht dir ja nichts draus. Viele, die hier vor der Kamera sitzen, haben das noch nicht gemacht. Okay. Und ich muss auch sagen, ich habe den ersten Teil geguckt, also Periode 1 habe ich geguckt. Den fand ich auch okay, aber beim zweiten Teil bin ich eingeschlafen. Was gerade gesagt? Periode 1. Was? Wie heißt das denn? Episode 1. Oh! Periode 1 ist das Ding von das Bully. Ja gut, also man sieht, ich kenne mich mit Star Wars überhaupt. Der kommt dann in die Outtakes, alles gut. Wie schaut's bei dir aus? Also ich würde unglaublich gerne Harley Quinn cosplayen, ich hätte sie. Unglaublich gerne, aber auch unglaublich gerne Supergirl. Und Powergirl würde ich auch gerne machen. Das klingt doch eigentlich nach einem idealen Bereich für ein Partner-Cosplay, oder? Ja, du musst Poison Ivy machen, dann mache ich Harley Quinn. Einer von euch macht immer den Guten, einer von euch den Bösen. Wie wär's damit? Hey! Nein. Doch, können wir mal machen. Hätte man das doch direkt geklärt. Gut. Jetzt haben wir gehört, wie alt ihr seid, wo ihr grob herkommt. Wie viel Erfahrung habt ihr schon im Cosplay-Bereich? Also ich cosplay jetzt seit 6 Jahren und eigentlich auch wirklich intensiv, seit ich angefangen habe. Die erste Con war damals die Bukumi 2012. War eher so ein hingewurschteltes Etwas, aber fast direkt darauf, die nächsten Cons, Cosday, wie Maikai und so, habe ich dann richtige Cosplays rausgehauen und seitdem habe ich auch angefangen zu nähen. Auf der Konichi war es dann das erste große Cosplay und seitdem geht es eigentlich nur bergauf. Und bei dir? Also ich cosplay jetzt zur SBM 10 Jahre und das erste Jahr war halt mehr so kleine Stadt in Frankfurt. Da muss ich gleich kurz einhaken, du siehst aus wie 18. Hast du mit 8 angefangen oder? Nein, ich habe mit 13 angefangen. Okay, wunderbar. Ich werde ja mal groß, wenn ich 23, also mit 13, wenn es auch mit 10 Jahren passt. Das erste Jahr waren mehr so kleine Events in Frankfurt, da war der Cosplay noch ganz klein, es waren nur so 20 Leute, das war super süß. Und heute kriegt man im Nordwestzentrum nicht mal mehr einen Stehplatz, wenn da was stattfindet. Ja. Echt erschreckend. Frankfurt, liebe Grüße an dieser Stelle an das ganze Team vom Cosplay. Wie schaut es denn bei euch aus mit Vielfalt der Kostüme? Wie viele Kostüme habt ihr grob? Und dann zählt mal auf alles, was ihr jetzt noch im Schrank hängen habt und was ihr noch tragen könnt. Okay, also ich weiß, dass ich mittlerweile um die 50 verschiedene Cosplays habe, beziehungsweise gemacht habe, sage ich es mal lieber so rum. Vieles habe ich verkauft, vor allem die alten Sachen. Aber so im Schrank müsste ich, ich habe auf jeden Fall ganz viel Love Life momentan drin, weil die Sachen sind alle noch da. Das sind so an die, ich vermute mal, so 10 Kostüme von Love Life, die vollständig sind und noch getragen werden können. Dann habe ich mehrere Sachen aus Cardcaptor Sakura. Ich glaube, das sind 4, 5, 6 Outfits von Cardcaptor Sakura. Mercy ist gerade dabei, es sind unfertige Overwatch-Cosplays wie Widowmaker, Tracer, Diva habe ich daheim, die müssen nur fertig gemacht Tracer werden. Tracer klingt schon mal super interessant. Wie lange brauchst du noch, um Tracer fertig zu machen? Ja, wie lange brauchst du denn noch, um Tracer fertig zu machen? Also ganz theoretisch, wenn ich mich jetzt reinhäkle, ich habe die Hose, ich habe die Jacke, die Perücke habe ich ebenfalls zu Hause, die Waffen bzw. die Armdinger habe ich angefangen. Ich will eigentlich nur hören, nächste Woche, übernächste Woche. Das kriegst du leider nicht zu hören, okay. Aber wenn ich mich reinhänge, könnte ich es in 1-2 Monaten noch erledigen. Dann bitte fertig machen.
Okay. Setz es auf der Prioritätsliste ein bisschen weiter nach oben. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Kostümvielfalt und auch die Menge der Kostüme. Also ich habe auch so um die 50 Kostüme locker, davon sind auch schon viele nicht mehr da. Viele sind nicht mehr tragbar, weil sie einfach zu alt sind. Ich habe mich viel zu verbessert. Ich ziehe das nicht mehr an, so ungefähr. Es ist viel Love Life. Ich habe, also insgesamt habe ich um die 20 Love Life Kostüme. Davon sind auch nicht mehr alle da. Das sind alles meine Babys, weil sie alle selbst genäht sind. Ich, so, ich liebe die. Dann habe ich Moxie aus Borderlands. Ich liebe dieses Cosplay. Es ist was anderes zu meinen anderen Cosplays. Dann halt Diva. Ich habe Zelda Kostüme. Ich habe Peach. Peach ist super interessant. Ja. Was hast du denn von Zelda? Also ich habe Twilight Princess, aber das ist nicht mehr vollständig. Aber ich will es auf jeden Fall nochmal machen. Und ich habe Wind Waker. Auch cool. Ja, und ich will auf jeden Fall dieses Jahr noch aus dem neuen Zelda Hura machen. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Nö, ich habe das Spiel durchgespielt. Gut. Finde ich sehr gut. Ja. Aber ich möchte gerne Pura machen, weil Zelda ist mir da ein bisschen zu... Ich wollte tatsächlich mal so eine Adaption machen von Link. Mhm. Die wollte ich Fat Link nennen, aber ich habe mir dann überlegt, vielleicht lasse ich das doch lieber. So halb mit Bauch unten raus, dann hätte ich mir hier vorne noch so unter Klapp und dann Bauchnabel hätte ich mir noch so ein Treeforce-Symbol tätowieren lassen, das wäre bestimmt gut gekommen. Ja? Wobei ich jetzt auch noch was sagen muss, zu den Sachen, die wir beide zusammen gerne machen, gehört auch Disney dazu. Ja. Also die hat zum Beispiel schon Ariel gemacht oder auch Anna aus Frozen. Mit Flosse? Nee, noch nicht. Wir haben nämlich tatsächlich ein Mitglied aus Gießen bzw. aus Marburg, unsere Bella, die wird sich dieses Video garantiert angucken. Und die ist auf Mermaiding spezialisiert. Ja, also auch sogar für Make-up unter Wasser gibt es so Tutorial-Videos und hat, glaube ich, 3 oder 4 Flossen und spart gerade für eine, die so um die 3000 kostet oder sowas. Also schwimmt auch damit und alles drum und dran. Hat da sehr viel Spaß mit. Ja, und sonst haben wir noch Frozen, Anna und Elsa und ich habe noch Judy und dieses Jahr ist bei uns beiden, deswegen für nächstes Jahr dann auch Merida und Rapunzel noch geplant. Wer macht Merida? Super geil. Das wird bestimmt klasse. Toll. Gut, dann jetzt mal zu einem eher privaten Teil. Wie schaut's aus, beziehungstechnisch? Beide vergeben? Ja, beide vergeben. Gott sei Dank, Jungs. Ja? Für euch alle blöd da draußen, aber meine Güte. Ja? Wie schaut's aus? Kommen wir direkt zum allerwichtigsten Thema. Lieblingsessen und Lieblingsgetränk? Also ich würde beim Lieblingsgetränk auf jeden Fall Cola und Sprite dazu setzen. Aber sonst hab ich jetzt... Nichts Alkoholisches? Nein. Braves Mädchen. Wobei, sagen wir es so, nicht Alkoholisches. Wenn ich mal was Alkoholisches gerne trinke, dann ist es ein Swimmingpool. Mm. Aber das war's dann auch schon. Swimmingpool? Ja, also der Cocktail. So mit Pippi drin, oder? Nein, ach so, der Cocktail! Alles klar, den Cocktail, wunderbar. Den Cocktail Swimmingpool, das ist so. Und essenstechnisch? Ich glaube Reis mit paniertem Hühnerfleisch. Ich weiß nicht warum. Asiatisch? Asiatisch. Aber muss nicht unbedingt asiatisch sein. Es reicht auch wirklich, wenn es Reis mit paniertem Hähnchen ist. Das esse ich über alles liebend gern mit. Gibt es meistens beim Asiaten. Also. Ja, mit Mayo oder so. Zählen wir mal zu den Asiaten. Wie schaut es bei dir aus? Ich liebe Spaghetti. Ich könnte alles mit Spaghetti essen. Nudeln ist schon was Feines. Und das Essen erst recht. Spaghetti. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, in Spaghetti zu schwimmen, liebe Freunde. Spaghetti. Diese Möglichkeit können wir vielleicht mal zum Shooting einrichten. Wenn du das Spaghetti. Ja? Es dauert nur ein bisschen, bis wir die alle gekocht haben. Wir sind also 12 Stunden Vorlaufzeit. Ich habe jetzt erfahren, dass aufgewärmte Spaghetti weniger Kohlenhydrate haben sollen. Nicht nur noch Spaghetti am nächsten Tag. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe es jetzt erfahren. Ja, die haben so eine komische Fettschicht oben drauf, die sich bildet und dann geht auch der Geschmack flöten. Also wer sagt, okay, lieber ein paar mehr Gewürze in die Soße anstatt die Nudeln, dann gerne einen Tag später, aber... Ganz ehrlich, wir essen das Zeug doch sowieso nur wegen den Kohlenhydraten. Also mal davon abgesehen. Und Getränke, ich liebe Cola, am liebsten halt Zero Sugar, weil... Jetzt natürlich noch ganz, ganz wichtig. Jetzt sitzt ihr vor diesem Hintergrund. Oben rechts in der Ecke, das können die Leute sehen von sich aus, von euch aus links, genau dieses Logo von uns. Hier geht es ja auch ein kleines bisschen um das Projekt Lawsman e.V. an und für sich. Jetzt ist es ja so, wir haben uns erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Ich bin über die Leipziger Buchmesse gelaufen, habe alle möglichen Leute angequatscht. Ganz viele, die ich angequatscht habe, haben gesagt, du bist doch von guten Geistern. Was ist denn mit dir los? Wir wollen hier nur im Mittelpunkt stehen. Und ausgerechnet ihr beiden habt gesagt, wow, cool, machen wir doch Nägel mit Köpfen und füllen direkt eine Anmeldung aus. Ja. Warum habt ihr das gemacht? Ich
ich fange mal so an. Wir haben dieses Jahr beide an Kinderfastnacht freiwillig mitgeholfen als Anna und Elsa. Wir waren auf der Bühne, wir waren zur Unterhaltung da. Wir haben die Kinder unterhalten, wir haben mit denen gespielt und alles drum und dran. Das macht uns halt beiden mega viel Spaß. Ich meine, die Kaya hat das schon die ganzen letzten Jahre dazu gemacht. Ich habe jetzt meinen Cosplay fertig gemacht und konnte mit. Wir haben uns beide schon immer für sowas interessiert und wollten halt eigentlich schon immer mal helfen, vor allem in dem Fall auch Kindern, einfach mal irgendwie gemeinnützige Arbeit was zu sammeln, denen zu helfen, da zu sein für die Kinder, die halt das nicht haben können. Und deswegen haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir machen es eh schon, warum jetzt nicht auch richtig in einem Verein drin? Das Funkeln in den Augen von Kindern, wenn die ihren Helden sehen, das ist einfach das Schönste. Das ist für mich das, warum ich das eigentlich auch ein bisschen mache. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das ist auch so, ich meine, ich kann es jetzt nur sagen, wenn man als Elsa in der Schar von Kleinkindern, vor allem von Mädchen sitzt und die laufen um einen rum, die betatscheln dich, die gucken die Perücke an, die sagen... Da ist Tatscheln auch in Ordnung da. Das ist was anderes, ganz ehrlich, das sind kleine Kinder, die haben da... Ich betatschel dich gleich auch. Bitte lasst uns das in einem anderen Video zusammenfassen. Auf jeden Fall dieses Strahlen der Kinder, das ist einfach nur das Schönste. Klasse. Gibt viel zu wenig Leute, die sowas machen und die sowas mit Leidenschaft bewegen. An dieser Stelle auch. Wir suchen noch Verstärkung. So, jetzt haben wir über was haben wir denn noch nicht geredet? Oh, ganz wichtig. Lieblingsfilme und aktuelle Lieblingsserien. Fangen wir erstmal mit Lieblingsfilmen an. Jeder von euch eine Top 3. Egal ob heulig, Horror, Sci-Fi oder wie auch immer. Zumania. Oh ja, Bonuspunkt. Weiter. Frozen. Ah, okay, weiter. Und Fantastische Tierwesen. Das ist eine harte Challenge, die ihr da schlucken müsst, Leute. Und wie schaut's bei dir aus? Also ganz, ganz neu. Auf den höchsten Punkt bei mir ist The Greatest Showman. Oh, ja, ich liebe diesen Film. Mhm. Ich bin da reingegangen, ich bin gerade nochmal mit ihr reingegangen. Cool. Dann natürlich Ariel. Ich habe nicht umsonst rote Haare. Ich liebe sie seit meiner Kindheit. Und beim dritten Film... Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ich meine, natürlich fast jeder Disney-Film. Und ich könnte mich, glaube ich, für den dritten Platz nicht so entscheiden. Das wird da schon schwierig. Also bei mir ganz klipp und klar, Vaiana auf Platz 1 geschossen, nachdem ich ihn gesehen habe. Ja, der Soundtrack und alles drum und dran, die Synchro, der absolute Oberwahnsinn. Ich bin mal gespannt drauf, wie es aussieht am Ende. Dann auf Platz 2 tatsächlich Disneys Bärenbrüder, immer noch unangefochten wegen dem Soundtrack. Und auf Platz 3, oh Gott, jetzt kommt der Schleimer raus, PS, ich liebe dich, einfach aus dem Grund, weil ich den anfange zu gucken, fange an zu weinen und höre dann erst nach 2 Stunden mit dem Weinen wieder auf und dann bin ich meistens noch 3 Tage Depri und das muss ein Film bei mir erstmal schaffen. Gut. Lieblingsserien, wie schaut's aus? Game of Thrones oder Walking Dead? Guckt ihr irgendwas in der Richtung? Also Walking Dead habe ich ehrlich gesagt alle Staffeln durchgeguckt, beziehungsweise damals gab es Staffel 5 und zwar vor meinem Abi. Das war interessanter als das fürs Abi lernen. Und ich muss aber sagen, ich bin ein sehr großer Krimiserien-Fan. Also Castle, iZombie, solche Sachen habe ich alle durchgesuchtet. Bones, die Knochenjägerin, was gibt's noch? Light und kein Cosplay aus der Richtung. Ich bin kein großer... Also eine schussigere Weste über, wo drauf steht CSI und dann, ich bin Agent Becker. Ja? Nee, das Problem ist, ich bin nicht so Real-Life-Cosplay, weil ich persönlich, ich habe sehr viele Probleme. Auch wenn jemand ein Real-Life-Cosplay hat, ich habe Respekt davor, so ist es nicht. Aber für mich ist es, man muss wirklich wie der Mensch aussehen. Dann erst sehe ich es als dieser Charakter an. Das ist für mich selber sehr schwer. Deswegen habe ich selber noch keins gemacht. Weil wenn ich irgendwann einen Charakter finde oder irgendeinen Schauspieler, der mir so ähnlich sieht, wo ich sage, den muss ich machen, dann würde ich es machen. Weil ich habe auch schon lange überlegt, ob ich Liv aus iZombie mache. Aber das ist dann aber immer würde so... Aber hier stehen. Ja, ich habe es überlegt. Aber ich weiß es nicht. Ich muss es austesten, um zu gucken, bin ich damit selber zufrieden. Weil wir sind für alle Tests offen. Wie schaut es bei dir aus? Also ich liebe ja Drag Race. No. Das war klar. Man merkt, die beiden kennen sich schon eine Ecke länger. Es ist meine Memories. Ich liebe es so sehr. Und sonst? Ich gucke sehr gerne Ever After High. Game of Thrones ist natürlich auch das immer ein Highlight bei mir. Und sonst? Wer mag Jon Schnee nicht? Vor allen Dingen nackt in der Höhle. Ja, ich liebe... Ich hab nicht geguckt. Oh mein! Wir kriegen alle gerade Schnappatmung, Leute. Wie kannst du nur?
Es ist echt deprimierend, ne? 10 Minuten Video war diese Frau echt sympathisch und jetzt gerade ist dieses Sympathiebarometer nach unten gerauscht. Ja. Ist kein Problem, du bekommst das von uns verordnet, das wird demnächst nachgeholt. Ich will es ja gucken, aber ich komme noch nicht dazu. Jetzt ganz zum Schluss noch die ultimative Frage. Wie schaut's denn aus mit dem Film Dread? Habt ihr den gesehen? Seht ihr. Also, Caro an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Jetzt sind wir schon zu dritt für den Dread-Abend, um das nachzuholen. Mal gucken, wer sich noch so alles als Dread-Noob herausstellen wird in den nächsten Wochen und Monaten. An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Cut. Wir blenden noch ein, zwei Kostüme von den beiden Mädels ein, damit ihr sehen könnt, was die so gecosplayt haben. Wir bedanken uns nochmal ganz lieb bei Misha aka Susanne für den unglaublich geilen Hintergrund, die einfach mal mir zwei riesengroße Pakete geschickt hat, inklusive Aufsteller von Age of Ultron und alles mögliche und damit dafür gesorgt hat, dass Nerdherz so laut pocht, dass ich eigentlich Lust habe, mir den ganzen Kram zu schnappen und nach Hause zu flitzen. Und allen anderen wünschen wir noch eine richtig, richtig fette Woche. Haltet die Ohren steif und jetzt tschüss. Your head burn. Think of me in the depths of your despair.